Willkommen zurück in Erlengrad, Landwirtschaftssimulator 22. Ja, beim letzten Mal habe ich die Frage gestellt, nachdem wir die beiden oberen Wiesen, die wir haben, noch einmal gemäht haben, jetzt im Oktober, was wohl sinnvoll wäre, wie wir am besten weiter fortfahren und fortsetzen wollen. Und ich hatte ja kurz überlegt, einen Ladewagen zu kaufen und mit dem Ladewagen letztendlich das Ganze, was wir jetzt hier haben, in ein Silo zu bringen und dann das gesamte Silo letztendlich zu verdichten und mit einer Folie abzudecken. Tja, was soll ich sagen? Erstens, die Ladewagen, die sind ganz schön teuer. Die sind ganz schön teuer, die Ladewagen. Zweitens, habe ich mir gedacht, jetzt machen wir erstmal das hier fertig, bevor wir über neue Sachen nachdenken. Und das heißt, wir werden jetzt erst einmal mit den Silageballen, wie bereits angefangen, fortsetzen. Und dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir vielleicht mit der Überlegung weiter fortsetzen, ein großes Silo hier hinzupacken und da ganz, ganz viel Gras reinzubringen und dann viel Silage zu haben, was wir dann in die BGA verkaufen können. Dann würde es sich auch lohnen, so ein Maisfeld mal anzubauen und damit Maishäcksler letztendlich direkt noch mehr Silage herstellen zu können. Das wären alles Überlegungen, aber diese Fahrzeuge sind einfach echt teuer. Das muss man ganz einfach so sagen. Die sind einfach echt teuer. Na, allein so ein Ladewagen, wenn der 35 Kubik haben soll an Volumen, dann kostet der immer 100.000 Euro in dem Fall. Wenn man nicht auf irgendwelche Mods zurückgreift oder, ja, ich sag mal, irgendwelche Cheats, dann braucht das halt eine Weile. Wir sind ja noch im ersten Jahr, glaube ich. Dafür sind wir ja relativ weit schon gekommen und ja, dann müssen wir uns noch ein bisschen mit Lohnarbeit und anderen Dingen über Wasser halten. Und bis dahin müssen wir dann halt mit den ganz normalen Ballen vorlieb nehmen. Was aber auch, wie ich immer so gerne sage, nicht schlimm ist, denn da haben wir die Maschinen ja schon. Das, was wir vielleicht gleich machen werden, wenn die Ballen dann gepresst und aufgeladen sind, ist uns für 45.000 Euro einen Kalkstreuer oder Düngestreuer, Düngemittelstreuer zu kaufen. Und dann eine ganze Menge Kalk. Und dann werden wir mit diesem Kalkstreuer hier über unsere Felder fahren und einfach mal dafür sorgen, dass hier der pH-Wert und die anderen Werte wieder ausgeglichen werden und der Wachstum vom Gras dementsprechend ja, forciert und gefördert wird. Ja, das ist so die Idee des Ganzen. Ich glaube, das ist ein guter Fahrplan und dann können wir uns im Zweifel auch überlegen, ob wir vielleicht auf eine der Wiesen hier noch irgendwas draufbauen wollen. Zum Beispiel ein Kuhstall oder ein Schafstall oder irgendwas dergleichen, um noch ein weiteres Standbein zu haben. Derzeit haben wir ja nur unsere beiden Gewächshäuser. Ja, die sind gut, die bringen natürlich auch das ein oder andere an monatlichem zusätzlichen Einkommen ein. Aber ich glaube, sie decken derzeit auch noch nicht unsere Zinsen, die wir für die 200.000 zahlen dürfen, die wir derzeit als Kredit noch auf dem Konto haben. Wobei 200.000 ja auch im Vergleich, also für so einen Bauern ist das ja nicht viel. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen oder unterschätzen. 200.000 sind ja für einen Landwirt quasi nichts. Ne? Wenn allein so ein Traktor 250.000 kostet und der Betrieb halt auch einen gewissen Wert hat. Ne? Das ist ja meistens so. Die Felder bringen ein bisschen was an Wert, weil man das auch nicht überschätzen darf, so viel sind die halt auch nicht wert, das ist ja kein Bauland, ne? Ja, wir sehen das. Das ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass wir hier über diese Wiese fahren und so richtig viel an Gras kommt da jetzt nicht raus, obwohl natürlich die Wiese
bereit war, ne? Also erntereif. Das Gras war hoch genug. Aber die... den großen, dicken Ertrag, den haben wir hier einfach nicht. Da bin ich schon sehr gespannt, wenn wir das dann mal gedüngt haben, beziehungsweise auch gekalkt haben, wie dann der Ertrag sein wird. Ich meine, es dauert natürlich noch ein paar Folgen, aber wie dann der Ertrag sein wird, da bin ich schon sehr gespannt drauf, was dann der Unterschied tatsächlich ist. Und dann werden wir auch feststellen, ob sich das lohnt oder nicht. Und ich glaube, da werde ich in der Folge, in der wir das dann machen, werde ich mit Sicherheit auch nochmal zurückspulen und gucken, hat es sich gelohnt, die ganze Arbeit und der Aufwand mit Kalken und Investitionen und so weiter? Oder kommt zum Schluss vielleicht, ja, bei der Fläche nur 20 Ballen mehr raus, ne? Weiß man nicht. Ich zumindest nicht. Aber das, auch das könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Gibt ja ganz, ganz viele von euch, die das schon wesentlich länger spielen als ich und auch viel, viel mehr Erfahrung damit haben. Was sind da eure Erfahrungswerte? Lohnt sich das im LS22, das Bestellen und Düngen und was da alles mit dabei ist? Ist es die Arbeit wert zum Schluss? Das ist die Frage, die sich stellt. Na, und den Schwader finde ich immer noch mit am coolsten, weil er einfach mit seinen Metallzinken hier rüber geht und einfach alles zu einem großen Haufen in einer Reihe zusammenführt. Und das macht er sogar ziemlich gut. Das ist ja eine simple Technik eigentlich. Und jetzt stell dir vor, das hätten die damals schon gehabt. Wie schnell und einfach doch die Feldarbeit gewesen wäre. Tja, Da Vinci, da hättest du mal dran arbeiten können, statt an einem Flugmobil. Ja, aber ich glaube, Da Vinci hatte andere Probleme. Ja, mit 15 km/h hier über den Acker zu juckeln, ist doch in Ordnung, ne? Auch wenn wir jetzt nicht ganz hier auf der Mitte fahren, aber dafür probiere ich halt so viel wie möglich mitzunehmen von all dem, was hier gerade rumliegt. Ja, und Lohnaufträge haben wir derzeit nicht, aber es ist bewölkt, wir sehen es oben rechts und boah, da geht es sogar noch. Aber nachher soll es auch noch schneien, wenn ich das richtig sehe. Und dann ist das hier mit dem Arbeiten natürlich nicht ganz so gut mehr, ne? So, und ich probiere das jetzt direkt in Bahnen so zu legen, dass wir mit der Ballenpresse möglichst wenig Bewegung drin haben, möglichst wenig Kurven fahren müssen. Ja, da kommt schon die nächste Kurve, aber das ist eine kleine, das geht. Ja, und das Ganze möglichst effizient zu gestalten hier, ne? Mein GPS ist gut, hilft einem natürlich auch bei vielen Sachen, aber manche Dinge halt auch nicht, ne? Da ist dann das Auge deutlich besser. Und mit dem Auge stellen wir dann fest, dass wir die eine oder andere Lücke doch nutzen können, um hier gleich mehr vom Gras, was auf dem Boden verteilt ist, einzusammeln und in Schwaden zu legen, als wenn wir jetzt jeden Millimeter hier abfahren würden. Da wird jeder Zentimeter ausgenutzt hier.
Ja, aber für Herbst ist das doch eigentlich noch ganz gut hier, ne? Also Oktober, könnte man ja noch sagen. Spätoktober, Spätherbst. Ja, das wird mit der Ballenpresse gleich auch wieder ein Spaß, hier diesen Berg nach oben zu ziehen. Gut, ist kein richtiger Berg, ist ein Hügel, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und so Kleinigkeiten. Wir hatten neulich mal drüber gesprochen im Stream, mit Hunden und Hundehütte und so weiter, die so einen Hof halt nochmal ausmachen. Ne? Da muss ich auch nochmal ran, mir vielleicht mal einen Hund zu legen. Man könnte natürlich auch drüber nachdenken, ähnlich wie wir das auf Oberon haben, das ist ja die Map vom Livestream, einen Hühnerstall hier aufzubauen, der bringt ja nun mal auch ein bisschen Geld ein. Andererseits haben wir dafür zu wenig an Feldern, in denen wir selber Getreide produzieren. Und Getreide zu kaufen, um die Hühner zu füttern, ist natürlich auch wieder teuer. So viel werfen die dann auch nicht ab. Und ich müsste natürlich auch nochmal gucken, weil wir das im Haut-Belleron ja auch probiert haben, ob wir eine Art von Anhänger haben, mit dem wir die Hühner auch transportieren können. Weil das Verkaufen der Hühner, nachdem sie dann sich reproduziert haben, bringt natürlich auch nochmal deutlich viel Geld ein. Und ich glaube, erst dann ist so ein Hühnerstall hier in dem Spiel auch kosteneffizient. Ansonsten ist das eher so ein Hobbyhorse. Ja, schönes Hobby, was man haben kann, aber was eher Geld kostet, als dass es Geld einbringt. Ja, und beim Kuhstall weiß ich es auch ehrlich gesagt nicht. Ja, klar, produzieren Milch, produzieren Gülle. Da kann man dann ein bisschen was für die eigenen Felder nutzen und so weiter. Aber lohnt sich das zum Schluss? Also, die Frage steht wie immer im Raum. Wie werde ich als Bauer schnell reich? Wie werde ich schnell reich? Ne, bei Bauer sucht's Frau, habe ich das letztes Jahr irgendwann mal gesehen. Da hatte einer noch einen großen Bauernhof, natürlich geerbt irgendwie von seinem Vater. Und hat dann aber daraus noch einen Golfplatz gemacht. Mit Hotel angeschlossen und so weiter. Und da war dann die Landwirtschaft zum Schluss eher noch Beiwerk. Aber auch dadurch hat er dann natürlich noch Geld eingenommen. Und alles so ein bisschen gegenseitig subventioniert, könnte man sagen. Und unterstützt. Das Gute ist ja auch, dass wir hier in diesem Spiel keine Steuern zahlen müssen, ne? Stellt euch mal vor, wir müssten hier noch Steuern zahlen. Auf unsere Erträge. Da würde ja nichts mehr bleiben. Zumindest nicht in Deutschland. Aber fast 50% Steuern ist schon kernig im Vergleich zu anderen Ländern, ne? Aber gut, soll nicht das Thema sein, die Steuerpolitik in Deutschland. Aber ja, jetzt stellt euch mal vor, wirklich, wir müssten hier noch Steuern auf unsere Erträge erwirtschaften oder abgeben. Dann bliebe zum Schluss wirklich nicht mehr viel übrig.
Halt! Was passiert? Habe ich doch glatt wieder so einen Helfer eingestellt, das ich gar nicht wollte. Falsche Taste gedrückt. So, ich würde sagen, die letzten zwei Bahnen, die wir jetzt hier noch einzusacken haben, wird leider nicht ganz reichen von der Breite. Aber dann schauen wir mal, dass wir zumindest die eine Seite schon mal fertig machen. Oder dann gleich auf die zweite Seite noch fahren. So, und dann haben wir das auch geschafft. Wunderbar. Gut, dann machen wir uns hier vom Acker. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und fahren auf unsere zweite Wiese. Um auch dort natürlich noch ein paar Schwaden zu legen. So, da musste ich doch glatt erstmal einen Schluck trinken. So, dann nehmen wir die ganzen Kanten hier mit. Alles an Gras, was geht. Ohne zu sehr durch den Busch hier zu fahren. Okay, da war es passiert, gerade noch von gesprochen. So, die Äste hier hängen auch tief, das ist ja unglaublich. Aber eine Kollision gibt es hier dann tatsächlich auch nicht. Geht einfach durchs Führerhaus durch. So, dann bin ich mal gespannt, ob er hier an diesen Hängen auch alles tatsächlich so mit reinkriegt, wie wir das haben wollen. Oder ob wieder irgendwo was liegen bleibt, weil natürlich aufgrund der Physik das Ganze da nicht mit abgegrast werden kann. So, einmal der Frau Bescheid sagen, dass wir hier gerade vorbeifahren. Aber es sollte sie auch hören. Ah, bleibt wieder ein kleines bisschen hängen. Beziehungsweise eben nicht hängen. Ja, und die anderen Bahnen hier links, die fahre ich gleich nochmal gesondert ab. Ich will jetzt hier möglichst gerade Bahnen ziehen. Gerade weil der Schräge hier ist, das ja mit der Ballenpresse gleich nicht so ein Geschenk. Ja, da sieht man, dass so Traktoren vom Schwerpunkt halt deutlich anders nochmal sind. Also wir müssen gar nicht davon ausgehen, dass wir hier nochmal umkippen würden, weil das schafft er schon ganz gut.
Kann ich übrigens jedem mal empfehlen, so einen Fahrsicherheitstest mal oder Training mal zu machen. Auch mit so einem Kippbereich und so, gerade wenn man Offroad mal fährt. Damit man da so ein Gefühl dafür hat und bekommt. So, also das kleine Ding hier in der Mitte haben wir noch gelegt. Dann fahren wir jetzt einmal nach oben, legen das noch ganz fix. Ja, sieht ganz gut aus, bis auf den einen Fitzen hier oben rechts. Aber da müssen wir dann gesondert nochmal drüber fahren. Können wir auch mit dem Ballenwagen oder der Ballenpresse dann selber machen. Ja, und ich glaube, demnächst lasse ich die Stelle hier einfach aus. Das ist... Das bringt ja nichts. Auch mit Ballen, mit der Ballenpresse hier rüber zu gurken, das ist eher unwahrscheinlich. Das kannst du dann eher von Hand machen. So, wieder mit meinen Knöpfen hier durcheinander gekommen. So, 2 mach 1 könnte man jetzt hier tatsächlich machen. Aber dafür liegt es dann doch ein Ticken zu weit auseinander. Ja, dann müssen wir gleich mit der Ballenpresse halt an der einen oder anderen Stelle nochmal gesondert drüber, damit wir dann den Rest da auch noch einsammeln. Tja, was soll ich sagen? Also, damit haben wir das auch geschafft. Die Folge neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Ja, wenn es euch gefallen hat, denkt einen Daumen nach oben. Gerne natürlich eure Kommentare zu der grandiosen Leistung, die ich hier gerade abliefere. Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Da geht es dann natürlich mit dem Ballenpressen weiter. Und ja, so soll es sein. Folgt mir auch gerne auf Twitter und Instagram. Und ja, bis dahin. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.